So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mikrofon in die Fresse. So. Sind schon wieder ein paar Minuten von der letzten Aufnahme vergangen. Könnte ja also trotzdem wieder Tag sein. Mal gucken. Also erstmal machen wir die Batterien zu Ende. So. Alles. Oh. Und da war das Holz leer. So. Weg mit dir. Da brauchen wir also bloß noch so und scheiße, einmal zu viel. Arschloch. Ja, ah, genau. Okay. Könnte sogar schon ein zu viel gewesen sein, ne? Oder? Nee, genau. Müsste genau gepasst haben. Müsste eigentlich genau gepasst haben. Wenn mich mein mathematisches Genie nicht im Stich lässt. Oh, guckt euch das an. Yes, passt perfekt. Holy moly, wollt ihr mich ficken? Alter, jetzt kommt schon wieder mein Kopfhörer mit Batterie low. Leck mich. Kopfhörer braucht eh keine Sau. Nicht bei dem Spiel. So, okay. Das hat genau gepasst. Gott, auf einmal fühle ich mich selbst so laut. Das ist ja schlimm. So. Okay, dann hätten wir die Dinger, die letzten 28 gar nicht gebraucht. Egal. So. Wie sieht es eigentlich hinten aus? Haben wir eigentlich wieder Saft oder was? Oh, ist immer noch dunkel draußen. Ah, okay, ist noch nicht ganz hell. Wo bleibt denn die Scheißsonne hier? Ah, ist immer noch im Aufdämmern. Reicht aber noch nicht aus, damit wir wirklich genug Power bekommen bei die Solarzelle. Supply ist immer noch null. Das ist natürlich schade. Wir müssen erstmal warten, bis wir da wieder Saft drin haben in der Anlage. Weil die Batterien sind leer. So. Was? Da. So, langsam wird's wieder mehr. Wisst ihr was, komm, ganz ehrlich. Einfach mal, um ein bisschen die Unterstützungsarbeit zu leisten am Anfang. Was mache ich eigentlich gerade? Ich will eigentlich nur hier, danke. Was? Na, kannst du mal bitte hier einfach mal ein Stück rausnehmen? Was ist denn los mit dir? So, wir machen mal bei beiden jeweils einen Block rein. So, dankeschön. Das sollte reichen. So, jetzt sollten die Dinger... Wie viel liefern die eigentlich? Ja, deswegen die Dinger lief. Vielleicht 10.000, 1.000 oder sowas, kann es sein. Also glaube nicht mal ein... Eben 600 liefern die, glaube ich, ne? 600 war es. Ja. Ah, das bringt gar nichts eigentlich.
Diese Kohlegeneratoren können wir eigentlich wieder rausschmeißen. Die verbrauchen bloß Platz. So, ich würde mal gerne gucken, ob hier hinten jetzt irgendwas passiert. Müsste jetzt eigentlich, ne? Oh ja, die ersten Nuller kommen auch raus. Oh. Und? Oh, guckt euch das an. Ein Schauspiel, wie die sich immer aufteilen. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ja, und hinten komm ich jetzt natürlich einfach 0-0 raus, ne? Ah, ist das cool. Nice. Gut, bis wohin hatten wir eigentlich fertig gemacht? Bis 1-1 hatten wir fertig, okay. Das heißt, alles, was da drüber ist. Achso, genau. Das heißt, ein Zweier geht auch alles raus in die Kiste erstmal. Bis wir hier alles fertig konfiguriert haben, dauert halt Jahre, ne? Ich weiß nicht, ob ich das nicht lieber doch offscreen mache, weil das ist halt im Let's Play. Ich meine, wir haben zwei Optionen. Entweder hänge ich hier wirklich ewig an der Anlage und mache immer wieder, jetzt da rein, ist fertig, jetzt können wir hier, da rein, ja, und, ja, okay, fertig, können wir hier rein, ewig. Oder aber ich mache immer, dass ich ab und zu mal hier vorbeischaue. Das Problem ist, wenn hier was übrig geblieben ist, habe ich das gerade mal als Kiste. Das ist jetzt das heißt, ich in der Kiste und könnte den nächsten fertig machen. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir hier vorbeischauen, könnten wir gerade mal einen Schritt weitermachen. Wir müssen also hier auch wieder 20 Mal zufällig vorbeikommen, damit die Anlage irgendwann mal fertig ist. Also, das ist schwierig. Schwierig. Von daher würde ich mal sagen, ich glaube mal, sind da jetzt relativ gut 8 Folgen. Ich mache jetzt noch in dieser Folge so weit, wie wir es können. Ne, in der Folge. Und den Rest mache ich dann wirklich offscreen. Dann wisst ihr ja, wie es geht. Ne? Dann wird es sowieso langweilig irgendwann. Das heißt, in den nächsten 8 Folgen, die dann irgendwann kommen, ist die Anlage dann komplett fix und fertig. So, wie sieht es eigentlich mit unserer 07er aus? Das Ding ist, okay, immer noch relativ voll. Aber wie gesagt, ne, man, das ist ja immer eine Rückkopplung. Das heißt, das, was sie hier produziert, geht zwar immer zu den Nachbarfeldern, aber die Nachbarfelder produzieren dann ja auch wieder etwas zurück. Deswegen, das hier sinkt zwar immer wieder schnell, es wird aber auch wieder immer wieder schnell Wasser zugepackt von den äußeren beiden. Und deswegen hast du halt. Doch, dass sich das relativ wenig senkt. Und deswegen kannst du wirklich nur mit einmal halt ein Stack reinmachen und schon, wenn du schon mit einmal zwei Stacks hier reinmachen würdest, könnte schon sein, dass das Ding halt komplett voll ist. Und ja, dementsprechend dann Bullshit. Also, dass das Rohr platzt so. Ja. Naja. So, das heißt, wir haben jetzt als nächstes wäre das 0,2er. Ja, muss ich natürlich auch immer nach vorne laufen. Ist natürlich auch nicht so geil. So, 1,2 kommt hier bei Gelb und hier bei Rot. Weiß ich gar nicht, ob immer das höherwertige links oder das niederwertigere links. Hallo?
Ah, verdammt, war genau falsch. Also doch rechts. Eigentlich auch irgendwo ein bisschen Logik. Ja. Man fängt ja immer links mit kleineren Zahlen an. Oh, es gibt mir 0,3er. 1,3er. Ey, ich will mal 1,3er haben, du Asan. Ja, ich glaube, die Anlage hat definitiv zu wenig Strom. Jaha. So, dann können wir auch schon eine 1,3er machen. Nach Gelb. Und nach Rot. Jetzt haben wir hier den 1,3er. Jetzt müssen wir warten, bis da zwei drinne sind. Oh, jetzt, ist er. Das geht schneller, als man denkt. Wir brauchen viel mehr Saft. Die Anlage braucht viel mehr Saft. Das Problem ist, selbst wenn wir unser Atomkraftwerk da irgendwann am Laufen haben, wir kriegen ja mit einem Transformator gar nicht so viel Energie übertragen. Das heißt, wir bräuchten denn die Schnittstelle zwischen der HV und der MV. Was? Verdammt, das Mesekom war zu schnell. Die Schnittstelle zwischen HV und MV, da müssen wir also mehrere Transformatoren reinsetzen oder so. Ja. Dass das mir hin und her geht, wie jetzt schon auf den Sack. Okay, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir machen es nicht offscreen, aber ich mache es zumindest onscreen, aber als Administrator. Einfach wie gesagt, das ist, ihr seht es ja selber, das ist nichts, was man im Let's Play irgendwie sinnvoll machen sollte. Also, so, was jetzt? Auch mit der Siebenzeichen. So. Ja. Weil es würde halt einfach Jahre dauern. Ich will mich mal ganz kurz. Ich habe bei hier auch mal bei Rowland einen Homepoint gesetzt. Oh, mich würde gerne mal interessieren, wie er es eigentlich gemacht hat hier. Das Witzige ist bei seiner Anlage, da knallt es immer ab und zu. Da. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme bei ihm, ist das Ding gebrochen. Irgendwas ist da bei ihm, dass ich. Wie gesagt, ich weiß nicht genau warum. Sowohl bei ihm als auch bei meiner Anlage gibt es immer so Situationen. Ich habe gesagt, ich hatte damals in meinem Sekundärkreislauf, hatte ich ja halt die Schleifmaschine und die. Nee, wie rum? Doch, genau, Schleifmaschine und den Ofen. Und da hatte ich ja auch Ofen, darin dann den Puffer. Und hinter dem Puffer war dann die erste Sorting Pipe. Und genau an der Sorting Pipe hat es dann immer geknallt. Obwohl es an der Stelle nichts verstopfen kann. So, da war kein Stau, der irgendwie entstehen konnte. Und das Witzige ist, solange wie jemand on ist und die Anlage läuft, läuft sie auch wunderbar. Aber sobald der Bereich irgendwie entladen wird, obwohl ja eigentlich die Technics-Mod und die Pipe-Mod normal weiterlaufen im Hintergrund, knallt es dann immer irgendwie. Und hier ist genau so eine Stelle. Ne? Alles andere funktioniert wunderbar, die gesamte Anlage läuft, aber an der Stelle knallt es irgendwie. Also, das ist jedes Mal, wenn ich hier ankomme. So, wie hat er es gemacht? Ah. Okay, er hat tatsächlich so ähnlich gemacht wie ich. Ah, okay, er macht direkt rein. Er sagt also immer nur das, nur das und nur das. Das heißt, bei ihm können keine anderen Sachen hier durchgehen. Was ja auch per se gar nicht so verkehrt ist, weil hier in die Anlage kommt ja eigentlich nur das eine Zeug rein. Ne? Kann man also durchaus so machen. Ansonsten, ja. Gut, und er hat natürlich auch horizontal gebaut, ne? Das heißt, er hat hier mehrere Etagen. Obwohl das Ganze auch schon wieder ein bisschen unübersichtlich, würde ich jetzt schon fast sagen, aussieht.
Ja, siehst du, genau, ich sieht man es schon bei ihm. Er hat halt hier eine ganze Batterie an Trafos. Und sowas müssten wir halt auch bauen. Weil sonst können wir mit unseren einen Atomkraftwerk überhaupt nichts anfangen, weil die Power, die da rauskommt, die können wir überhaupt nicht auffangen. So. Weil ich glaube, ein Transformator bringt maximal 10.000, ne? Genau, 10.000. Das heißt, um die. Was bringt ein Atomkraftwerk? Irgendwie 1 Million? Oder. Also entweder ein MEU. Oder. Also ein Mega-Energieeinheit, was auch immer das bedeuten soll. Also hiervon 1 Million oder 10 Millionen. Aber ich glaube 1 Million. Ich kann mal ganz kurz bei meinem Kraftwerk gucken. Dinger hier müssen immer noch aktiv sein. Oh ja, die sind noch lange aktiv. So, das Ding bringt bereit. Ja gut, das die Aussage bringt jetzt nicht so viel. So, hier. Ah, bringt gar nichts. Hält das Ding aus? Ach, stimmt, die Dinger sind aus. Warum sind die aus? Warum habe ich ausgeschaltet? Lol. Die Frage ist, würde ich die Dinger wieder einschalten? Möchte ich mich diesem Risiko aussetzen? Ich weiß ja nicht. Hat nicht irgendjemand so ein Ding mal gebaut? Irgendwo am Spawn ist doch auch noch so ein Atomkraftwerk, oder? Hatte irgendjemand noch so ein Atomkraftwerk? Ah, nee. Toadi hat zwar ein Atomkraftwerk, der ist aber mittlerweile wieder abgebaut. Weil es hier sogar eine Kernschmelze gab. Sind halt nicht alle so vorsichtig wie ich. Okay. Genau, hier drin ist bloß noch gar nichts, genau. Hier drunter ist auch nichts. Das ist einfach leer, alles. Genau. Ah. Das heißt, außer mir hat niemand AKWs aktuell. Ah, verdammt. Das ist ja schade. Also, irgendwo auch ganz gut, ne? AKWs sind ja doch schon ganz schön Gefahrenquellen. Ja, egal, auf jeden Fall, wie gesagt, mindestens, ich meine, wir können doch mal kurz online gucken, aber mindestens ein Mega-EU bringt das. Das heißt, oder waren es doch bloß 100 Kilo EU? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, selbst wenn es nur 100 Kilo EU sind, bräuchte man trotzdem mindestens 10 Trafos, um die Energie zu übertragen. Das ist schon. Das ist schon heftig. So, jetzt aber hier haben wir jetzt die ganze Zeit hier vertrödelt. Ich wollte euch eigentlich hier unten die Dinger konfigurieren. Hat ja gut funktioniert. So, 0,1, 0,3. Gut, wir sind bei 0,4. 1,4. So, warum kriege ich die hier nicht angezeigt? Das ist doch Kacke. Gut, dann müssen wir einen anderen Trick machen. Und zwar den String hier. Uranium. Give me Uranium 14 Dust. Was? Uranium 14, das ist doch richtig. Oder muss ich hier Technics angeben? Ist doch Kacke. Technik. Na, muss ich echt. Also bettlich. Was? 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kommt denn das Zeichen her? Hat er das selbst erfunden, das Ding? Übrigens, wenn ihr eingeben wollt, es gibt hier, glaube auch also, ne, die Zahlen gehen auch natürlich auch runter bis 13, 12, 11 und so weiter und so fort.
Aber es gibt keinen Seamer. Wenn ihr den Seamer wollt, müsst ihr es einfach so eingeben, wie es jetzt steht. Also ohne Zahl. Das ist das 0,7er. Wo war ich? 28, 29. Oh, das war, wollte ich so eigentlich nicht, aber okay. Ja, kurz erstmal hier. Weg denn. Da. 30, 31, 32, 33, 34, 35. So, easy. Halt. So, jetzt 13er, 14, 14, 15. 15, 15. Ich werde hart durcheinander kommen. Weißt du was, mach dich mal da hin. Und die ich schon habe, packe ich mal eins weiter. So, 15, 16, 16, 17. 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 25, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. 25, 26. Hey. 26, 27. 27, 28. 28, 29. 29, 30. So, ich muss wieder 30 sein, genau. 30, 31. 31, 32. 32, genau. 32. 33. 33, 34 und 34, 35. Eigentlich könnte ich die 35 auch einfach nach Blau schicken lassen, wird die auch hier einmal rumgeleitet und kommt dann auch darüber in die Kiste. Aber so geht es halt auch in die Kiste, ne? Von daher. So. Das ist quasi überall die gleiche Logik. Das Einzige, wo ich die gleiche Logik ist, ist hinten, ne? Hier hinten fehlt ja eins. Ah, nee, doch, hier ist auch, genau, hier ist auch bei beiden und Rest, ja, genau, also überall einzeln die gleiche Logik. So, gucken, wo alles aktiv ist. Und ich müsste auch eigentlich gucken, ob überall das Richtige drin ist. Ach, ist das. Immer diese Sisyphus-Arbeiten. Aktiv sind schon mal alle. Dann gucke ich jetzt noch mal, ob überall auch das Richtige drin ist.
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Ne, und wie gesagt, was Roland quasi anders hat als ich, ist, dass er hier ist jetzt quasi 6 und 7 und er hat es quasi, das nach Blau geht, denn das 05 war. Und ich habe gesagt, alles andere geht nach Blau. Ist also technisch quasi das Gleiche. Meine Anlage hat aber den Vorteil, wenn irgendwas Fremdes ins System kommt, warum auch immer, würde das quasi auch abtransportiert werden. Den Vorteil hat meine Anlage, diese Reserve hat seine Anlage nicht. In der Praxis ist es aber, solange die Anlage so funktioniert, wie sie soll, ist aber technisch das Gleiche. So, 6, 7. Genau, 6, genau, so, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Was? Naja, Sicherheit ist ein langwieriger und traumatisierender Prozess. Aber Sicherheit geht halt vor. Nicht, dass hier irgendwelche irgendwann die Rohre platzen oder irgendwelches radioaktive Material rumfliegt. Ich meine, diese Dust-Dinger, die machen nichts, glaube. Aber. So, perfekt. Anlage läuft. Muhaha. So, das heißt, dann lese ich mal kurz mein Inventar hier. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Oh, dankeschön. Gut. Doink. Da gehen wir wieder alles Ronix rein. Achso, Tab geht ja gar nicht, oder? Doch, Tab geht. Meine Bildschirme hier flackern, Alter. Was ist das für ein Scheiß hier, ey? Achso, siehst du, habe ich eigentlich noch mein Fenster offen? Nee, hab ich nicht. Gut. So, das heißt, wir gucken jetzt mal ganz kurz nach, ob jetzt hier noch irgendwas drin ist, genau, was da nicht rein soll. Dann können wir jetzt die Sachen schnell hier in die Kiste verteilen. Und ab jetzt sollte die Anlage perfekt funktionieren. So, und das müsste jetzt nur Nuller sein. Da kommt noch was anderes in die Kiste. Ab jetzt sollte in der Kiste nur noch 0-0er und 3-5er landen. Was haben wir denn eigentlich alles hier? Wir haben ein 2er, ein 4er und ein 3er. Okay. Was haben wir jetzt? Ein 2er, 3, 4. Okay. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Und du kommst nach da. So. Cool. Jo. Dann haben wir jetzt in die Anlage 198 Dinge reingequetscht. Dann würde mich mal interessieren, wobei, ich glaube, wir hatten jetzt schon mal, ne? 200 reichen nicht aus für 6x Uranstäbe. Ich weiß gar nicht, für wie viel brauchten wir denn da? Es wäre halt irgendwie schon cool, wenn man jetzt irgendwie eine Mechanik bauen könnte, dass ich hier wirklich einfach ganz, also jetzt, ne, also angenommen, ich möchte jetzt 6 Stacks drin haben, aber nicht mehr. Also wie gesagt, direkt an die Anlage anschließen, fülle ich nicht, weil dann wäre der Fluss einfach unkontrolliert. Dann wäre hier massig haftlos. Sondern ich möchte schon, dass ich eine gewisse Anzahl reinpacken kann, aber mehr als ein Stack. Das heißt, ich müsste hier irgendwie schon dafür sorgen,
Ich meine, am cleversten wäre eigentlich, wenn ich, zumindest bei denen, die am stärksten belastet sind, und das sind die rund um die 0,7er, ne, also der ist am stärksten belastet, 0,8 und 0,6er sind am zweitstärksten belastet, 0,5er und 0,9er sind am drittstärksten und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, nee, geht gar nicht. Meine Idee war, dass ich einfach sage, okay, wir machen hier eine Kiste hin, hier einen Injektor, also quasi hier wieder eine Pipe haben, so ein Kreis. Das Problem ist, die Items kommen ja primär erstmal hier an. Das heißt, sie versuchen trotzdem erstmal alle hier reingedrückt zu werden. Das heißt, die Kiste da hinten würde uns gar nichts bringen. Ja, wir bräuchten. Na, fuck. Hätte ich mal ein bisschen früher dran gedacht. Da hätten wir zwar noch mehr Injektoren gebraucht. Auch vor allem auch per Kisten. Aber angenommen, warum können wir eigentlich fliegen? Egal. Angenommen, wir hätten diesen Bereich hier oben eins höher gebaut. Dann könnte ich nämlich jetzt wirklich sagen, da wo jetzt die Dinger sind, ist eine Kiste. Das heißt, die Dinger schieben die Sachen in eine Kiste rein. Und aus der Kiste wird es dann mittels Injektor in das Ding reingedrückt. Wobei, nee, geht auch nicht. Weil eben, dann drückt der Injektor dieser trotzdem in das Ding rein, auch wenn er voll ist. Wir bräuchten also eine Loop. Oh. Jetzt hat er meinen Kopfhörer abgeschaltet, mit dem Erfolg, dass ich mich doppelt höre. Von daher. Gut. Dann soll es für die Folge gewesen sein und ich muss mir mal bis zur nächsten Folge was überlegen, wenn ich dran denke, wenn nicht, dann nicht. Bis dann.